Am Sonntag, den 18. Oktober, wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Was eine Landtagswahl überhaupt ist und wichtige Fakten für die anstehende, das schauen wir uns nun etwas genauer an. Der Landtag eines jeweiligen Bundeslandes hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt. In Hessen ist das Wiesbaden. Er sieht ungefähr so aus. Der Landtag ist das Parlament des jeweiligen Bundeslandes und somit das höchste Verfassungsorgan. Ähnlich zum Bundestag entscheidet auch der Landtag über Gesetze, die dann für alle Einwohnerinnen und Einwohner des jeweiligen Bundeslandes gültig sind. Außerdem wählt der Landtag noch den Ministerpräsidenten bzw. die Ministerpräsidentin. Gewählt wird ein Landtag alle 5 Jahre neu. Das heißt, in Hessen war das zuletzt 2018. Wahlberechtigt ist, wer am Tag der Wahl mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und einen dauerhaften Wohnsitz in Hessen hat. Wahlberechtigt sind nach diesen Kriterien rund 4,3 Millionen Menschen in Hessen, die sich aus rund 850 Kandidierenden für die Wahl entscheiden können. Das klingt jetzt nach einer ziemlich langen Liste, die man an der Wahlurne abzuarbeiten hat. Je nach Wahlkreis sind allerdings unterschiedliche Kandidierenden zur Auswahl gestellt. Das heißt, dass zum Beispiel in Frankfurt andere Menschen zur Wahl stehen als in Marburg oder dem Vogelsbergkreis und so weiter. Somit wird die Liste bei 55 sogenannten Wahlkreisen in Hessen dann doch deutlich kürzer. Thematisch haben aber natürlich alle ihre Gemeinsamkeiten aufgeteilt in den jeweiligen Parteien. In der vergangenen Legislaturperiode, also der Zeit, die seit der letzten Wahl vergangen ist, wurde Hessen durch eine schwarz-grüne Koalition regiert. Also einen Zusammenschluss der zuletzt stärksten Partei, der CDU, mit den Grünen. Eine Besonderheit war, dass es in den vergangenen 5 Jahren gleich zwei Ministerpräsidenten gab. Gewählt wurde 2018 Volker Bouffier. Dieser legte jedoch am 31. Mai 2022 sein Amt nieder. Sein Nachfolger und der aktuell amtierende Ministerpräsident Hessens ist seitdem Boris Rhein. In den aktuellen Umfragen liegt erneut die CDU vorne. Dahinter scheint es ein enges Rennen um die Plätze 2 und 3 zu werden. Aber wie gesagt, es sind nur die Umfragen. Die Spitzenkandidaten der aussichtsreichen Parteien sind aktuell eben Boris Rhein von der CDU, zudem Nancy Faeser von der SPD und Tarek Al-Wazir von den Grünen. Insgesamt stehen bei der Wahl übrigens 21 Parteien und Wählergruppen zur Auswahl. In den Landtag zieht ein, wer wie bei der Bundestagswahl mindestens 5% aller abgegebenen Stimmen erhält. Wenn sich also alle Stimmen gleichmäßig auf die Parteien verteilen würden, kämen fast alle in den Landtag. Aber das wäre dann doch etwas viel. Wer sich noch nicht entschieden hat und sich über die aktuellen Themen erstmal einen Überblick verschaffen möchte, kann gerne einmal in den Wahl-O-Mat zur Wahl reinschauen.